Viele tausend Menschen haben ihre Geschichte gesehen und waren tief berührt. Doch heute haben wir das erstmal die Möglichkeit, mit Ihnen darüber zu sprechen, David, wie sich Ihr Leben daraufhin verändert hat. Und doch geben wir zunächst einmal einen kleinen Einblick in das, was Ihr Bruder ins Netz gestellt hat. Okay. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber David. Happy Birthday to you. Alles Gute. Nein, erst bekommt das Geburtstagskind ein Stück. Oh. Warte. Erst die Dame. Und was ist mit mir? Danke. Bitte. Ich gehe schon. Ja, bitte? Hallo, ich bin Felix. Hallo. Sie wollen bestimmt zu David, oder? Ja, genau, mein Held. Oh, wir hatten hier Geburtstag. Da können wir es ja gleich zweimal feiern, was? Zweimal? Heißt das mehr Kuchen? Da hat Ihnen der nichts von seiner Heldentat erzählt? Er hat mir das Leben gerettet. Sie sind echt ein Prachtskerl. Alles Gute. Da sitzt Tobi. Kein Ding, ich bleib erstmal stehen. Was ist denn eigentlich passiert? Ich hab nur meinen Job gemacht. Danke. Naja, also ich bin gerade so am Machen und Tun. Ich wollte das Dach meiner Mutter reparieren. Ja, und auf einmal rutscht mir so ein Ziegel unter den Füßen weg. Sagen Sie, haben Sie Milch und Honig? Ja. Ich hole ihn gerne. Naja, ich rutsch so das Dach runter und auf einmal hänge ich an der Rinne und da schickt mir Gott David. Dass ich auf Sie draufgefallen bin, das tut mir übrigens echt leid. Ach, deshalb humpelst du so. Ich humpel nicht. Und wie du humpelst. Hier, bitte. Nein, nicht für mich, für Ihren Mann. Mir geht es gut, danke. Das ist gut für ihn halt. Nein, wirklich, danke. Naja, auf jeden Fall war er so schnell weg, dass ich mich gar nicht mehr bedanken konnte. Aber dafür bin ich ja jetzt hier. Das ist aber schön. Ein Hoch auf unseren Held, oder? Und darauf, dass er im kommenden Jahr noch für viele weitere Menschen ein Segen sein wird. Das Ganze fing ja mit dem Geburtstag Ihres Bruders an. Warum haben Sie das denn ins Netz gestellt? Ja, wir konnten alle nicht glauben, dass er wiederkommt. Aber als er dann wirklich wieder da war, da musste ich das einfach filmen. Das habe ich natürlich meinen Kommilitonen erzählt und die wollten es auch sehen. Tja, und dann habe ich das online gestellt. Ja, der Titel ist aber schon sehr entwürdigend. Ja, im Nachhinein gesehen schon. Aber hätte ich erstmal den Namen geändert, nachdem es ein paar Leute gesehen haben, dann hätte es ja keiner mehr gefunden. Ja, und so haben es eine Menge gesehen. Ja, die Mundpropaganda hat gut funktioniert. Es ist schon erstaunlich, mit welchem Ehrgeiz Felix Ihnen begegnet ist. Können Sie sich erklären, warum er so gehandelt hat? Im Nachhinein wurde mir so einiges klar. Felix hatte eine sehr lebendige Beziehung zu Gott. Ich denke, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er aus dieser heraus diese Dankbarkeit für sein Leben hatte. Und mir deshalb so begegnet ist, wie es ist. Okay. Und was ist denn hier eigentlich passiert? Warum geht ihr eigentlich nicht nach Hause? Ihr habt doch bestimmt selbst genug zu tun. Wir machen das gern für Sie. Legen Sie sich hin. Sie brauchen Ruhe. Ich will mich nicht ausruhen. Der Arzt hat das auch gesagt, also leg dich wieder hin. Lass mich los, ich mach das mit dem Rad. Außerdem habe ich niemanden gebeten, mir zu helfen. Ich bin nicht krank. Lass mir endlich mein Rad in Ruhe. Jetzt mach doch mal die Kamera aus. Mann, das war echt peinlich. Ich war aber auch so wütend am Tag. Ich meine, da pennt der Typ bei uns. Aber wären Sie heute Felix anders begegnet, wenn Sie könnten? Auf jeden Fall. Er hat mir schließlich mein Leben gerettet. Ich meine, ich habe damals einfach nicht kapiert, was er mir genau... Ihr Leben gerettet? Na, so konnte es doch nicht weitergehen. Außen alles eitel Sonnenschein und im Inneren bricht alles zusammen. Auch wenn es Felix mir nicht direkt gesagt hat, aber
Durch ihn hat mir Gott die Wahrheit vor Augen geführt. Welche Wahrheit? Dass Gott mich liebt. Okay. Ist der weg? Was machen Sie da? Sie bringen alles durcheinander. Wie soll Levin denn den Dreck sehen, wenn ihr Licht unter dem Kohlstoff vergraben liegt? Levin, jetzt siehst du alles. Warum machen Sie das alles? Um hier Ordnung reinzubringen. Ich meine, wieso helfen Sie mir so viel? Das habe ich doch schon gesagt. Ich bin einfach froh zu leben. Ich kann Ihnen gar nicht oft genug danken. Ist Ihre Frau da? Was gibt's denn? Ihre Schwiegermutter. Es sieht nicht gut aus. Es wäre vielleicht am besten, wenn Ihre Frau mit uns kommt. Wer weiß, wie lange sie noch lebt. Sag mal, kennen wir die nicht? Was machen Sie hier? Ich gehe nur eben aufs Klo, dann mache ich weiter. Warum gehen Sie nicht einfach? Ich will doch gerade gehen. Es geht Ihnen gar nicht ums Helfen. Bleiben Sie nur sitzen, das bekommt Ihr Bein nicht. Sie wollen mich auch mit das Licht führen, stimmt's? Ihre kranken Spielchen fortsetzen. Ihr Freund Ulf hat es mir gerade erzählt, was Sie mit dem Patienten im Heim gemacht haben. Und mich wollen Sie auch verarschen. Hören Sie, was damals passiert ist, das tut mir leid. Ich weiß, dass es nicht richtig war. Ach. Ja, und das hat nur wirklich nichts, also ich bin wirklich ehrlich zu Ihnen. Mein Vater. Er hat sie auf mich angesetzt. Ihr Vater? Na klar, er war auch in dem Heim. Er wollte mich leiden sehen. Er hat mich gehasst. Er hat mich schon immer gehasst. Ihr Vater hat sie bestimmt nicht gehasst. Er hat mir nie das Leben gegönnt, das ich leben wollte. Und das mit den Briefen beweist alles. Na, die Briefe? Die Pfleger haben es mir erzählt. Aber sie wollten mir nicht zumuten, was da drin steht. Und haben sie deshalb zurückgehalten. Nein, sie haben die Briefe zurückgehalten, weil sie nicht wollten, dass sie das Vermögen ihres Vaters erben. Wieso sollte der mir was vererben? Ich weiß doch, was in den Briefen steht. Haben Sie sie jemals gelesen? Das brauche ich nicht. Ich weiß was. Sie haben sich nie gemeldet. Und deshalb wollte er das ganze Geld im Heim spenden. Das ist doch Quatsch! Los, verschwinden Sie und lassen Sie sich nie wieder hier blicken. Und das mit meiner Frau habe ich auch schon längst durchschaut. Wenn Sie nicht die Finger von ihr lassen, mache ich Sie kalt! Ist da wirklich was zwischen Ihnen gelaufen? Felix wollte David und mir nie schaden. Ganz im Gegenteil. Gott hat durch ihn viele Wunden in unserer Beziehung geheilt. Ein gutes Stichwort, um den letzten Teil zu zeigen. Nicht aufmachen. Der kommt hier nicht mehr rein. Was will der? Ich glaube, der will dir was geben. David, öffnen Sie das Fenster. Ihr Vater, er hat Sie geliebt, David. Agape. Was will der? Ababel? Jetzt mach doch mal das Fenster auf. Der kommt hier nicht mehr rein. Das weiß der. Ja, er wird schon nicht durchs Fenster klettern. Ja, hier, David, er hat sie geliebt. David, hier lesen Sie. Er hat mich gehasst. Ich weiß, was da drin steht. Ich leg sie Ihnen hier hin. Mieser Dieb, gib die Briefe her. Lass mich hier, Ninella. Glauben Sie ihm kein Wort, egal was er sagt. Ihr Vater, er hat sie geliebt. Schauen Sie nach. Was ist das? Du elender Lügner! Zuerst zerstörst du mir meine Arbeit und jetzt auch noch das! Einige von uns haben ja den Film gesehen, der zeigt, wie übel Felix zugerichtet wurde. Er starb ja vor ihrem Haus, bis das Videoportal den Film dann gesperrt hat. Ja. Tobi musste das Video schneiden, bevor es wieder hochladen durfte. Sie standen ja am Fenster. Wir wissen, dass sie sich nicht so schnell bewegen konnten mit ihrem Bein, aber konnten sie nicht helfen? Vielleicht hätte ich ihm helfen können, aber ich war wie gelähmt und stur war ich auch.
Vielleicht hätte ich ihm geholfen, wenn ich geglaubt hätte, was in den Briefen stand. Aber Sie haben es ja dann doch geglaubt, wie man auf den bewegenden Aufnahmen von Tobi sehen kann. Das war echt hart. Ja, wollen Sie uns irgendwas verraten, was in diesen Briefen stand? Das wird zu privat. Und können Sie uns wenigstens sagen, was dieses geheimnisvolle Wort Agape bedeutet? Das kann jeder bei Wikipedia nachschauen. Aber dieses Wort ist es, was mir die Wahrheit über meinen Vater klargemacht hat. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.